Es gibt Momente im Leben, da möchte man förmlich die Wände hochgehen. Kannst du jetzt machen, ist ein neuer Trend in Sachen Winterurlaub. Man kann wortwörtlich die Wände hochgehen, nämlich die Eiswände. Und danach kommt eine Talfahrt, die es in sich hat. Das ist mir viel zu gefährlich. Start in Meran, wo die Apfelplantagen bis an die Hotels und Häuser wachsen. Hier, zu Füßen der über 3000 Meter hohen Ötztaler Alpen, öffnet sich das Passeiertal. Aber statt Winteridylle, statt eisiger Szenen, ein einziges Hauen und Stechen. Eisklettern im Schneesturm. Hier in Rabenstein kann jeder die gefrorene Wand hoch. Hauptsache, man hat was Richtiges an den Füßen und in der Hand. Das Wetter ist egal, solange das Eis nicht schmilzt. Doch bis Winterende im April hält die kalte Wand garantiert. Und das nutzen auch Sandra und Verena für den Aufstieg auf den 25 Meter hohen Eisturm auf dem direkten Weg zum Gipfel. Das Eis ist richtig hart und spröde und manchmal splittert es. Man muss schon ein gutes Gleichgewichtsgefühl mitbringen und beim Aufstieg eine möglichst optimale Trittfestigkeit finden. Doch keine Angst, jeder Kletterer wird vom Boden aus hundertprozentig gesichert. Das gilt auch für Christoph, der sich am Eisturm schon fast wie zu Hause fühlt und erstaunlich leichtfüßig die Wand hochklettert. Das Eisklettern hier am Eisturm ist eigentlich nicht gefährlich. Es kann dasselbe wie beim Wasserfallklettern im Freien. Und das kann jeder von jung bis alt machen. Und auch das erst 10-jährige Kletterküken Selina schafft den Gipfelsturm im ersten Anlauf. Sicher setzt sie ihre Füße in die Eiskerben. Und an den Handeisen zieht sie sich dann hoch. Beste Frauenpower, zu der auch Sandra und Verena gehören. Also am Anfang hat man schon ein bisschen Bammel, wenn man da so raufschaut, ist doch ziemlich hoch, aber nee. Also mittlerweile fühlt man sich wohl und es macht riesen Spaß hier. Man kann täglich klettern, Kurse belegen und gegen eine kleine Gebühr die Ausrüstung ausleihen. Zwischendurch wird sich in einem der typischen Landgasthöfe gut alpenländisch gestärkt für die nächste hochalpine Herausforderung. Denn es gibt noch einen anderen Härtetest. Nur eine Stunde entfernt bei Sterzing. Statt steil hoch geht's diesmal rasant runter, aber man muss erst einmal raufkommen zur Sternhütte unterhalb des Rosskopfgipfels, zur längsten Rodelbahn Europas. Also wichtig beim Rodeln ist die Ausrüstung. Ein gutes Schuhwerk mit gutem Profil, hohe Schuhe, Handschuhe, ganz wichtig der Helm und die Schutzbrille ist auch wichtig. Und Plastikrodeln brauchen Sie gar nicht mitbringen. Die haben auf der Rodelbahn eigentlich nichts verloren. Die sind auf dem Spielplatz zum Rutschen für Kinder geeignet, aber nicht auf der Rodelbahn. Und dann geht es endlich los. Eine 10 Kilometer lange, verwegene, abenteuerliche Fahrt beginnt für die nächsten 45 Minuten durch zig Kurven, die steilsten Hänge hinab bis zur Talstation an der Bergbahn. Und wer vom ersten Rodelkick nicht genug hat, fährt mit der Gondelbahn gleich wieder hoch zum nächsten Start. Ja, super heute. Spitzenwetter, Traumschnee. Jetzt bin ich das vierte Mal runter und passt schon. Man muss halt beim Tunnel aufpassen. Da sind wir zu schnell durch den Tunnel und sind über eine Sanze geflogen. In der Luft. Mhm. Wem auch das noch nicht genug war, der kann gleich ganz abheben und im Paraglider vom Rosskopfgipfel über eine grandiose Südtiroler Bergwelt schweben. Mit garantierter Fernsicht.